Und damit seid gegrüßt, mein lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladum, zu den Dwarf News vom Monat Mai auf Zwergenfast LP. Damit geht es hier heute um die Themen, die im Monat Mai beziehungsweise im Monat Juni, Mai, Juni oder vielleicht auch ein bisschen Juli so anstehen, wird ein bisschen was vorgreifen, aber es wird vor allem den Mai betreffen. Das erste Thema, das spricht schon ziemlich doll nach vorne die Zeit an. Nämlich den Juli und den August. Es stehen nämlich jetzt die Sommerpausentermine fest. Das orientiert sich bei mir ziemlich stark an dem, was sich in meinem FSJ so anliegt, was da anliegt. Und ja, deshalb liegt jetzt die Sommerpause 2018 auf dem Termin. Was heißt ein Termin? Ein Termin ist ja, wäre ein Tag oder zwei Tage. Ach, ich verquassel mich hier wieder. Die Sommerpause findet dieses Jahr vom 30. Juli, schreibt mit, vom 30. Juli bis zum 19. August statt. Das sind grob 4 Wochen. Die Sommerpause mache. Sommerpause heißt, es werden keine Videos auf meinem Kanal hochkommen, bis wenige, also keine bis wenige. Eventuell werden ein paar kleine Videos ab und zu mal online kommen, aber weitestgehend wird es in dieser Zeit keine Videos auf meinem Kanal geben, weil ich auch in dieser Zeit, nicht die ganze Zeit, aber zwischenzeitlich mal in Rom bin. Ja, habe ich schon öfters mal angekündigt. In verschiedenen Dwarf-News habe ich das schon verlauten lassen, dass ich eine Fahrt von beruflicher Natur nach Rom mache. Und ja, da werde ich auch ein Video drehen, ein oder zwei kleine Videoleinchen, und das wird dann auch mit ein oder zwei anderen Reisevideos zur Sommertour 2018. Ja, seid gespannt drauf. Die Sommertour 2018 wird dann dort in die Sommerpause hineinfallen, insofern da auch ein kleines Event, ein kleines Event gelegt in der Sommerpause. Da wird es also die Sommertour in der Sommerpause geben, wie schon im letzten Jahr. Im letzten Jahr gab es das auch schon, die Sommertour in der Sommerpause. Muss ich die Sommertour jetzt noch erklären? Oder wissen das die Leute schon? Ach egal, ich werde es jetzt nicht erklären. Die Leute, die schon länger da sind, erklären es jetzt einfach mal in den Kommentaren. Den Leuten, die gerade frisch da sind, falls Fragen sind, kann ich das auch noch erklären in den Kommentaren. So, weiter geht's mit dem nächsten Punkt. Es geht mal wieder um die Let's Plays und aktuelle aktive Projekte auf meinem Kanal. Ja, schauen wir mal, was es da so aktuell gibt. Aktuelle Projekte auf meinem Kanal sind da aktuell der Minecraft Story Mode. Ich kann nicht gleichzeitig die Kurven steuern und auf mein Handy gucken. Der Minecraft Story Mode, Layers of Fear, Tomodachi Life und Super Mario 3D Land. 2 Nintendo Switch Let's Play Projekte und 2 Nintendo 3DS Let's Play Projekte, die ich auf meinem Kanal jetzt aktiv habe. Alle anderen Projekte sind aktuell für die Zeit zumindest erstmal des Monats Mai und darauf folgender Zeit eingefroren, nicht beendet,
alle Let's Plays, die noch offen stehen und noch nicht beendet wurden und jetzt nicht als beendet gelten, also nicht offiziell in meiner Let's Play-Liste als beendet gekennzeichnet sind. Den Link dazu findet ihr in meiner Kanalbeschreibung. Den Link zu meiner Let's Play-Liste. Dort findet ihr auch den Status meiner Projekte, wenn sie denn abgeschlossen sind. Dann findet ihr sie unten unter dem Status abgeschlossen. Und wenn sie nicht abgeschlossen sind, findet ihr sie unter aktive, ganz oben in der Liste. Ja, Dimension, das Horror-Let's Play auf meinem Kanal, wird jetzt in nächster Zeit langsam beendet werden. Es ist noch nicht von der Story her abgeschlossen. Da fehlt noch einiges, was wir machen müssen, aber wir werden das aus Gründen, die ich jetzt hier nicht weiter erwähnen werde, abschließen, dieses Projekt. Es wird noch 2-3 Parts geben von Dimension. Die werden demnächst mal irgendwann hochgeladen werden. Aber mit Dimension hat es sich jetzt. Das wird auch langsam beendet. Aktuell ist es noch aktiv, aber dieses Let's wird beendet. Ansonsten sind alle anderen auf Eis gelegt und Minecraft Story Mode, Layers of Fear, Tomodachi Life und Super Mario 3D Land sind aktive Projekte, die jetzt auch regelmäßig, unregelmäßig fortgeführt werden. Ja. So viel dazu. Ich bin jetzt auch nächste Woche verreist. Das heißt, ihr bekommt eventuell ein paar Vorproduktionen zu sehen. Ansonsten, ja, mal schauen, wie es läuft. Das hier ist eine Vorproduktion. Das heißt, ja, ich habe das schon geschafft, vorhin aufzunehmen. An welchem Tag kommt das? Keine Ahnung. Ihr seht es, ihr wisst es schon. Ihr seht das Video gerade. Dann wisst ihr auch, wann das online gekommen ist. Jo, das war mein Wecker. Der ist gut, der Wecker. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ich bin verreist, ja. Es kommen weiterhin Videos, hoffentlich habe ich es geschafft, vorzuproduzieren. Das müsste ein relativ frühes Video sein. Also Mittwoch oder Donnerstag, wenn ich mich nicht irre. Ja, nächstes Thema, das war nur ein kleines Randthema. Filmreviews. Da gab es bisher auf meinem Kanal 2 von. Da habe ich mir die Zeit genommen, keine Kosten und Mühen gescheut. Na, Kosten schon. Hat nichts gekostet. Ich habe keine Mühen gescheut und habe mal in letzter Zeit 2 Filmreviews, Filmkritiken zu Kinoerscheinungen gemacht. Das erste war Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Ist schon ein Weilchen her, dass ich die Filmreview gemacht habe. Und jetzt neuerdings musste in den letzten Tagen online gekommen sein. Eine Filmreview ist auch eine Vorproduktion. Nein, ist keine Vorproduktion. Ist keine Vorproduktion. Da war ich noch da. Und ja, Ready Player One habe ich dort. Habe ich da kritisiert. Na, kritisiert nicht, aber reviewt. Größtenteils reviewt. Und ja, die News an der Sache, die Valve News ist. Oh Mann, ich bin jetzt gegen Zombie gefahren in seinem Auto, Sammy. Die News an der Sache ist, dass ich gerade gegen Sommer gefahren bin. Ja, genau so. Die News ist, dass ich das weiterhin machen möchte und jetzt weiterhin immer mehr Film-News auf meinem Kanal machen möchte. Oh Mann, wieso bleib ich stehen? Ja, mir gefällt das, wie ich das jetzt in den ersten 2 Sachen gemacht habe und werde mich dran setzen, dass ich das jetzt auch öfters mal als Vlog-Format, das Vlog-Projekt einbringe. So viel dazu. Game Park, Leine, Vlog-Projekte habe ich jetzt auch in naher Zukunft geplant. Mir wird noch was Kleines auf euch zukommen.
etwas Selbstlochmäßiges, wo ich mit einem ehemaligen Klassenkamerad geplant habe, mal ein bisschen shoppen zu gehen. Ja, ich will noch nicht zu viel verraten. Habe ich eigentlich schon. Habe ich schon fast. Wenn da nichts dazwischen kommt, wird es dieses Format geben. Und dann kommt vielleicht demnächst noch was auf euch zu. Ja, lasst euch überraschen. Hab ein bisschen was geplant, wozu ich noch nicht so viel sagen werde, aber ja, zum Beispiel mit einem Freund will ich was aufnehmen. Und jetzt vielleicht gibt es auch ein kleines Video, wenn ich es schaffe, meine Kamera mitzunehmen und dort was zu filmen. Von der Reise, wo ich jetzt bin. Ja, das zu den Vlog-Projekten in nächster Zeit. Dann hätte ich nur noch eine Sache zu verkünden. Sind heute weniger Themen, aber es ja, ist halt so. Und dann können wir nach diesem Rennen beenden. So, es steht noch nicht fest. Es ist noch nichts gefixt. Es ist, ja, es ist noch nicht auf Papier geschrieben. Es ist noch nicht niedergeschrieben. Es ist noch kein festgelegtes Projekt. Aber ich habe mir jetzt mal in den Kopf gesetzt. Ja, genau so kann man es am besten ausdrücken. Ich habe es mir in den Kopf gesetzt. Habe die Idee gehabt. Mal die liebe Blackie, schöne Grüße, wenn sie dieses Video hier mal sieht oder wenn einer aus ihrer Community mal zufällig dieses Video sehen sollte. Grüße gehen raus. Ich habe mir überlegt, sie mal dazu einzuladen, mal mit einem Let's Play Together das Hashtag Zwergeule zu beleben. Ja, da möchte ich mal mit ihr was anleiten, ein Projekt in Wege leiten, nicht anleiten. Ich würde mich sehr freuen, wenn sie mal, ja, werde es beim nächsten Stream mal darauf ansprechen und da mal, ja, ein Versuch starten, das Let's Play Together in die Wege zu leiten. Und da ich ja jetzt eine Switch habe, Nintendo Switch, könnte das unter Umständen auch gut möglich sein. Wir müssen nur ein Spiel finden, was sie noch nicht gespielt hat und spielen möchte. Und ich habe und noch nicht gespielt habe und spielen möchte. Und dann könnte das unter Umständen demnächst mal ein neues Projekt auf Zwergenfürst LP und ein neues Projekt auf Black Barn LP werden. Ihr Kanal ist natürlich ganz, ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr gerne reingucken, Videobeschreibung lesen, lohnt sich. Ja, wäre doch schön, eine Kooperation, eine Kollaboration mit der lieben Eule, einer Black Barn Owl LP. Ich kann Owl nicht richtig aussprechen, ist halt Englisch. Trotzdem, die liebe Becky, die werde ich dazu überreden. Ja, Becky, dich werde ich überreden. Gib zu, du willst es doch auch. Nee, Spaß. Spaß. Wir zwingen hier niemanden dazu. Und wenn sie natürlich nicht möchte, dann können wir das natürlich nicht machen. Ja, aber ich habe sie schon mal gefragt von der Zeit und ja, ich glaube, sie war dem nicht ganz, sie schien dem nicht ganz umgewogen. Also es ist schon auch in ihrem Sinne. Das soll dann, ich erkläre es mal vielleicht ein bisschen, meine Idee soll dann so funktionieren, dass, ja gut, das habe ich, muss ich zugeben, das habe ich mir vielleicht ein klein bisschen von Paluten und German Let's Play abgeguckt. Es soll auf meinem Kanal einen Part geben und dann auf ihrem Kanal, also immer abwechselnd. Part 1 auf meinem Kanal oder Part 1 auf ihrem Kanal, wie wir es wollen. Also wenn Part 1 auf meinem Kanal ist, ist dann Part 2 auf ihrem Kanal oder umgekehrt. Und dann Part 3 wieder auf meinem Kanal und Part 4 wieder auf ihrem Kanal, Part 5 wieder auf meinem Kanal und Part 6 wieder auf ihrem Kanal.
und so weiter. So soll das funktionieren und wir haben dann beide das gleiche Spiel und müssen das dann halt wieder auf den Stand bringen, der halt vom anderen im letzten Part gemacht wurde. Und vielleicht kriegen wir das halt irgendwie auch hin, habe ich mir gedacht, dass wir das halt irgendwie mit einer Übertragung halt irgendwie, ja, im Discord zum Beispiel hinkriegen, dass ich dann in ihrem Part auch noch mitkommentiere. Skype oder sowas könnte man es halt irgendwie machen oder sowas, halt irgendwie eine Facecam da irgendwie mit verbinden. Ja, technische Sachen sind halt auch irgendwie, dass sie halt auch sieht, was ich spiele und ich sehe, was sie spielt und ach ja, komm, die technischen Sachen können wir wirklich noch später klären. Erstmal soll euch klar sein, dass ich da etwas in die Wege leiten werde und ja, freue mich schon sehr auf ein Let's Play Together mit Blackie, sofern sie da auch Bereitschaft zeigt zu. Ja, zu viel dazu mal wieder. Das zu meinen Ankündigungen für den Monat Mai. Ja, Mai haben wir jetzt. Und halt auch, wie ihr schon bemerkt habt, auch so die Angrenzende so aktuell ist. Ja, ich würde sagen, Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf dem Kanal seid und jetzt gut informiert seid. Informiert seid und ja, keine weiteren Informationen verpassen wollt. Nächsten Monat gibt es dann hoffentlich ein neues Dwarf News und damit verabschiede ich mich von euch. Ihr habt euch wohl, habt dann noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Haut darin, man sieht sich. Ciao, ciao. Wow, dritter Platz bin ich nur geworden. Naja, man kann ja nicht beides moderieren und gut fahren. Haut darin. Bis dann.